Sodele, dem Max sein neues Autochen will Gassi geführt werden. Da ist es formschön, dass man weinen möchte. Hier mit einer neuen Stoßstange und ich glaube auch eine Harpune hinten drauf. Ja, und was soll man machen? Da oben steht, zerstöre die Vogelscheuche. Da hinten steht eine. Da ist noch eine. Und da ist noch eine. Okay, sind es insgesamt drei, glaube ich. Ja, müssten drei sein. Und er hat gesagt, ich soll sie einfach umfahren. Nicht umfahren, haha, sondern umfahren. Okay, dann mal volle Kanne. Attacke! Oh. Und? Ja, Rollingen. 5, 4, hallo, was zählt hier runter? Ich weiß es nicht, aber da liegt irgendwas. Moment mal, ich muss mir das mal kurz holen. Was ist denn das? Ach, Schrott. Schrott ist immer gut. Mittlerweile wissen wir ja, dass wir damit das Auto pimpen können. So, dann mal ab zum nächsten. Wo ist er? Da hinten. Hat das Auto Schaden genommen? Nee. Super, also solange ich mit dem Rammgestell da vorne angreife, passiert nichts. Moment, was ist das? Okay, das Ding ist eingemauert. Dann mal mit der Harpune. Moment mal. So, pass auf. Irgendwo dran, ich nehme mal an. Und los geht's! Hat's geklappt? Ja, er kippt um. Haha, wie geil. Jetzt zählt er schon wieder runter. 4, 3. Ach, das ist irgendein Level, glaube ich. Ich glaube, ich reduziere irgendein Bedrohungslevel oder ein Feindlevel hier in der Umgebung. Egal, weiter geht's. Wo ist der letzte? Da oben. Ist ja der Hammer. Finde ich genial. Hat so ein bisschen was von Far Cry, ne? Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Bei Far Cry musste man Funktürme einnehmen. Hier muss man Vogelscheuchen umholzen. So, wie wollen wir das machen? Umfahren oder mit der Harpune? Ach hier, volle Kanne durch. Und... Bombs! Ah, wie genial. Ja, genau. 3. No, we scouted out. Oh, yes. To see if they've nasty surprises and was will er? Achso, sieht ihr das Lager vom Aussichtspunkt an? Machen wir gleich. Aber hier den Schrott nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Ach, wie genial, Freunde. So, wo ist denn jetzt der Aussichtspunkt? Ah, okay, ich sehe ihn schon. Wow. Okay, easy. Alles klar. Ich habe alles unter Kontrolle. So, rauf da. Ich glaube, jetzt greifen wir schon das Lager an, oder? Ja, rauf da, komm. Fahr ich hier richtig? Nee, ne? Fahr hier überhaupt nicht richtig. Moment. Ja, hier, da müssen wir hin. Alles klar. So, dann gucken wir uns mal das Lager an. Ich habe aber keine Bewaffnung, Freundchen. Ja, Mr. Chum oder wie der heißt. Let's see. War Crier. Okay, wie zoomt man hier so? War Crier. Einzige Aufgabe eines War Crier ist es, Bewohner eines Lagers zusammen zu trommeln und sie in einen wilden Kampfrausch zu versetzen. Okay, er ist also quasi eine menschliche Alarmanlage. Okay, auf den sollten wir... Naja, gut, wir haben ja eh keine Waffe. Insofern müssen wir da eh ran. Gates defended. Flammenrohr dürfte so eine Art Flammenwerfer sein. Teil der äußeren Verteidigungslinie eines Lagers. Schützt das Flammenrohr den Haupteingang. Mhm. Extrem gefährlich. Alles klar. So, haben wir noch was? Ist das auch wieder ein Schiff, ne? Ist ja der Hammer. Oh! Sniper out front. Ein Sniper, na, ich denke mal, der dürfte klar sein. Verteidigungslinie eines Lagers. Ein Lagersniper. Ich würde mal sagen, die erste Aktion ist mit der Harpune den Lagersniper wegholzen. Wie wir dann an dem Flammenwerfer vorbeikommen, weiß ich nicht. Und dann kümmern wir uns irgendwann mal um den. Um den Gehalt da. Okay, alles klar.
Äußere Verteidigung ist. Ja, ja, ja. Der Max braucht keine Erklärung. Der Max ist ein Mann. Aber was du so als Light Defenses bezeichnest. Ja, was du so als leichte Verteidigung bezeichnest. Also ein Sniper und ein Flammenwerfer wirkte schon recht. Naja, wir werden es sehen. So. Erstmal hier den Onkel Sniper. Da, guten Tag, der Herr. Ja, ja. So, Moment. Warum kann ich da nicht... Ich will da drauf zielen, warum geht das nicht? Ah, okay, Moment. Ich hatte noch die Schrotflinte ausgewählt. Oh! Ich hab den Sniper erwischt. Ich wollte den Turm erwischen. Das tut mir leid. Oh Gott. Ja. Jetzt lass doch mal los hier. Ja, lass mal los hier, den komischen Kerl hier. Der arme Kerl. Guck dir den mal an hier. So, kann man die irgendwie... Okay, geht weiter. Er ist wieder geladen, alles klar. Ach, guck mal. Und rückwärts. Oh, ich feiere das Spiel jetzt schon. Okay, hat der Sniper zufällig seine Knarre hier? Warte mal. Kann das da runterballern? Nee, brauchen wir eigentlich nicht mehr. Komm ich hier rein? Ja, ich komme hier rein. So, ich gehe mal rein, ne? Du kannst hier warten. Chummi? Hallo? Ja, Ruhe da oben. Ich habe keine Waffe, um dich da runter zu schießen. Wenn du dich einem bla 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 bla, schlägt er Alarm, habe ich gemerkt. Wenn ich die Alarmanzeige vollständig gefiltert werden, Gegner in der Nähe gestärkt. Na super. Wie stellst du dir das vor? Ihr habt keine Waffe. Kommt ihr her? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aus, aus, aus. Komm mal her. Und... Oh, die halten alle still, während ich den verprügel. Ich muss sagen, sehr intuitiv das Ganze. Plautz, Plautz. Oh, den habe ich nicht geblockt. Aber den Rest. So. Okay, jetzt müssen wir den da oben runterholen. Wie mache ich das? Oh, warte mal. Warte da oben, ich komme. wie geht das? Hier, so, komm. Okay, er ist unten. Gute Güte, ich sollte mal was trinken. Aber wie hätte ich den denn da oben runterholen sollen? Ich hatte keine Waffe. Ich glaube, da hatte ich ihn mal Alarm schlagen lassen müssen. Ich glaube, die hätten mich kaum an dem Rad drehen lassen können. Was ist das hier? Oh nein! Das Foto von Max Familie, das war in seinem Auto drinne. Drehen. Max, we miss you. Come back soon. Ja, ich fürchte nicht. Was ist ein F-Text? Ja, okay, danke. Ich fürchte nicht. Will I ever come back? Nee. Ich fürchte, die wirst du nie wiedersehen, Max. Gotta get to that pump and destroy it. So, das hätten wir. Weil Max Familie, zumindest die Frau, kann, denke ich, mich erinnern zu können. Die ist, glaube ich, im ersten Teil gestorben. Also wird er wohl nicht zurückkommen. So, wie geht's jetzt weiter? Warte mal, ich trinke mal noch was. Dann kümmere ich mich um die Tür. There gotta be water around here somewhere. Was ist das hier? Oh, Max tritt die Tür ein. Ja, Wollingen. Oh, Hallöchen. Ja, hallo. Ja, es ist ein Feiner. Oh Gott, Hilfe. Ding, zack, zack, zack. Oh, Vorsicht, der kommt, der kleine Racker kommt. Komm, hau zu. Ja. Nein. Ey, mach erstmal den hier platt, ja? Nein, ist ja gut jetzt.
Mann. So, der wäre weg. Und jetzt der kleine Racker hier. Komm mal her. Komm, komm, komm. Ja, ja. Du bist ein Lockerer. Na, komm. Hey, was ist das denn? Hallo? Sandsturm? Au, verdammt. Okay. Ich glaube, der ist... Da muss man erstmal blocken. Komm, einmal. Ja, und aus, 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 aus die Maus. Ah, verdammter Mist. So, weg mit dir. So, was ist das für ein Sandsturm hier? Da liegt ein Messer. Her damit. Oh Gott, wo lang? Wohin? Hilfe! Hilfe! Was ist das da? Nehme ich mit. Hilfe! Da ist eine Leiter. Boah, was... Wer hat denn so ein Wetter bestellt hier? Ich verstehe mein eigenes Wort nicht. Tut mir leid, wenn es etwas laut ist. Was ist das da? Eine Insignie von Skrotum. Was macht man damit? Man haut drauf. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Da hängt noch irgendwas rum. Oh, können wir mal bitte reingehen hier? Hier kriegst du ja einen Hörsturz. Hörsturz. Wow. Okay, ist ein Sandsturm kombiniert mit Gewitter? Wohin, wohin? Wohin, wohin? Ah, hier rein. Ist aber auch nicht viel leiser, oder? Na, ein bisschen. Okay, da geht's runter. Da geht's rauf. Runter oder rauf? Ich geh erstmal rauf. Was suchen wir hier drin eigentlich? Wir suchen noch 2 Insignien und 7 Schrott. Und eine Ölpumpe. 3 Insignien, 7 Schrott und eine Ölpumpe. Da haben wir schon mal einen Schrott. So. Oh, da haben wir... Oh, 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 Munition, Munition. Sehr cool. Einmal nachladen. Wie viel hast du jetzt? Ein Schuss. Na toll. Ein Schuss ist ja der Hammer. Ich glaube, hier sind wir fertig. Okay, dann wieder runter. So. Na, dann steigen wir doch mal in den Keller runter. Ich sagte, wir steigen in den Keller runter. Gut machst du das, Max. Sehr, sehr gut. So, oh, jetzt ist ein bisschen stiller. Danke dafür. Him again. Ey, das war dieser... Das war dieser bucklige oder dieser, keine Ahnung, dieser unförmige Kerl. Den hatten wir schon mal gesehen. Entweder ist das hier der Oberboss oder wir haben mit dem noch was zu besprechen. Gucken wir mal, hier ist noch Schrott. Okay, da geht's rauf und da geht's wohin? Erstmal rauf oder erstmal runter? Ich geh mal runter. Muss jetzt aber merken, da hinten ging's rauf. Ja, oh, hier haben wir noch Ammunition. Und was ist... Okay, da liegt noch Schrott. Was ist das da? Ach, das ist noch eine Skrotum-Insignie. Komm, nimm dir das mal. Die machen wir natürlich noch kaputt. Oder ich glaube, er macht sie kaputt. Okay. Wie kriegen wir die kaputt? Drauf schießen? Fragezeichen. Komm mal her hier. Komm, Max. Achtung und... Ja. Alles klar. Okay, die Insignie hätten wir. Das heißt, noch eine Insignie, richtig? Ich weiß nicht, ob wir das Lager hier erobern können oder ausräuchern. Auf jeden Fall suchen wir immer noch die Ölpumpe. Habe ich Wasser? Nee, immer noch nicht. What do you want? Time is built to this, Wanderer. Your path, however crooked, has led you straight to here. Our work, yours and mine, must soon commence. Come find me when your spirit is ready.
Okay. Mister, ich quatsch mal rätselhaft daher. Alles klar. Ey, warum wird's auf einmal so dunkel? Nee, keine Ahnung, wer das ist. Ich brauche eine... Okay, da ist meine Taschenlampe. Also der will mit uns sprechen. Okay. Hat sich ein bisschen mystisch ausgedrückt. Oh. Freier Himmel und endlich wieder kein Sandsturm. Sehr schön. Cool, cool. Während Max im Boden baut er Wut auf. Wenn er genug Wut angesammelt hat, wechselt Max in den Wutmodus, in dem alle seine Schläge noch stärker sind. Max bleibt im Wutmodus, bis die Anzeige geleert ist, beziehungsweise bis alle Feinde in seiner Nähe besiegt sind. Also in dem Falle bis Letzteres. Oh oh. Okay. Kommt her, meine Schätze, Kind. Aus die Maus. Ja, ja, ja. Zack, zack. Oh. Oh, das ist so krass, dieser Kampfmodus. Guckt euch das an hier. Komm, komm. Jawohl. Und blocken und weg die Maus. Ich würde mal sagen, es war ein perfekter Kampf. Na, fast perfekt. Ah, den habe ich abgekriegt. Okay. Aber das war's. Ah, okay, also wenn er... Destroy the pump. Ja. Make it so that there's no reason for them to come back. Wenn er einmal Spaß haben wollt, also das Kampfsystem in Mad Max ist wirklich der Hammer. Es macht genauso viel Spaß, wie es aussieht. So. Hat einer von euch hier was? Nee. Keiner hat was droppen lassen. Was hat er gesagt? Zerstöre Ölpumpen, indem du mit einem Treibstoffkanister hochjagst. Und ich finde den wo? Wahrscheinlich hier drinnen. Springt mich hier gleich an. Hallo, Treibstoff? Nee, Schrott. Oh, man fühlt sich auch vor allem richtig heldenhaft, also richtig cool und richtig, wie soll man sagen, richtig wie so ein harter Knochen. Obwohl es eigentlich nur Geklicke im richtigen Augenblick ist, aber es bringt voll Bock. Ich muss sagen, es bringt wirklich Bock. So, wo ist denn jetzt hier der... Wo ist denn jetzt zum Teufel nochmal der Benzinkanister hier? Fuel storage. Ah ja. Rein da, lass mich rein. So. Nehmen wir doch den hier einfach. So. Und ich gehe mal vorsichtshalber ein bisschen in Deckung. Ich weiß ja nicht, wie groß der Rums wird. Anzünden. Und werfen. Und... Jawoll! Habt ihr gesehen, ja? Wie ein Badass. Nicht zur Explosion umgedreht. So, dann mal gucken. Lager ist von Verbündeten besetzt. Wird regelmäßig... Oh! Und wird regelmäßige Schrottlieferungen beisteuern. Das ist natürlich... Das ist natürlich angenehm. Okay, also wir kriegen Schrott von dem Ding hier. Eine Insignie fehlt noch. Und drei Schrott fehlen noch. Das können wir nicht zulassen. Eine Insignie und drei Schrott. Die möchte ich eigentlich noch finden. Okay. Bedrohungslevel auf 2. Nee, auf... Keine Ahnung, auf was es runter ist. So, wo ist denn hier noch der restliche Schrott? Den hätte ich noch gerne. Da geht's noch nach oben. Komm. Irgendwo muss hier noch Schrott sein. Da zum Beispiel. Und... Nee, hier ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Also die Erfolge hätte ich schon noch gerne. Habe ich irgendwo was übersehen? Nee. Nee, ich guck nochmal nach. Eine Insignie und zwei Schrott müssten noch irgendwo rumgammeln. Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Das Lager gehört uns ja eh schon, aber... Oh, warte mal. Hier, guck mal. Nochmal Schrott. So. Was ist eigentlich mein nächster Auftrag? Kehre zum Magnus Opus zurück. Ja, aber ich... Oh, guck mal hier. Augen auf beim Eierkauf.
So. Und noch zwei Schrott, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Ne, eins noch. Ein Schrott noch. Ein Schrott muss noch irgendwo rumgammeln. Hier irgendwo? There's something they's doing before we turn back. But we've got all we need. Why stall our work on the Magnum Opus? It's not for you to understand. I see. You have your secret reasons. I'll follow you, because I think fate favors old chum. And you need both of us. Okay. Also scheinbar folgt er mir jetzt. Aber, Freunde. If you have to wander solo, please take this flare. And when you need old chum, point skywards and fire. Ja, mache ich. Der hat mir jetzt eine Flare gegeben, echt. Lass mal gucken. Die kann ich offenbar nicht in diesem Modus hier aktivieren. Nee, ich will das letzte Schrott noch finden hier. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht, Freunde. So, was ist das hier? Ach, Mensch. Mensch. Da war das letzte Schrottteil. Da habe ich das ganze Lager nochmal durchforstet und dann liegt es am Eingang rum. Wunderbar. So, aber das war mir ein Bedürfnis, jetzt hier einfach nochmal das erste Lager zumindest einmal komplett zu machen. Ich weiß nicht, ob ich das bei jedem Lager mache und ob das irgendeinen Vorteil hat. Aber es war mir zumindest beim ersten Lager ein Bedürfnis. So, jetzt können wir hier rein. Ja, und der nächste Auftrag ist, da oben steht's, trifft mich mit dem geheimnisvollen Wütländer. Das ist dieser Typ mit dem... mit dem Buckel oder mit dem... Komm hier, das muss auch weg hier. Das stört doch. Moment, das stört doch hier. So, und weg damit. Sehr hübsch. So, oder aber wir können natürlich auch erstmal zum Versteck fahren. Und... na, ich glaube, das wird erst per Level freigeschaltet. Wir fahren erstmal hier zu dem Ödländer. Und dann gucken wir später, ob wir unser Autochen noch ein bisschen pimpen können. Mein Gott, ist das grell hier, der Wüstenboden. So, rauf, rauf. Das sieht so aus, als komme ich da nicht mehr mit dem Auto weiter. Okay, alles klar. Stay with the car. I do this alone. Ja, tschüssi, Chum. No? War nett mit dir. Ich denke, wir sehen uns wieder. Laufe ich hier richtig? Ja, ich glaube schon. Munition dabei, zwei Schuss und ein Messer, glaube ich, ja. Was rührt denn hier so? Wow. Steht der da? Ja, ich glaube, der steht da an der Klippe. Na, dann sprechen wir mal mit dem guten Mann oder der Frau. Hier stimmt doch irgendwas nicht. There you are, Shifter of Sands, Letter of Blood, remnants of a ruined past. You say you seek the Plains of Silence, but do you not wander them right now? The remains of your life, a perpetual flight, an escape from all that is human, until one day, the Plains of Silence end, and you begin. You're the purpose in this life, my friend, although you fear to dream it. But pain will come, much more pain, before this purpose to you is made manifest. You know nothing of me. Look behind you, at June after June of drifting, half-forgotten terrors. You flee them always. These past phantoms, and the madness that crawls inside. You've come to Griffith for a reason, deep inside. Twisted around horrors from which you run, lies your strength. Griffith can help. Help you venture down to where you daren't go yourself, and lay bare your true promise. Und jetzt mal bitte im Klartext. Was hat er gerade gemacht?
Also das sieht aus, als könnte ich jetzt irgendwie aufsteigen. Erhöhe Max. Okay. Ich habe, glaube ich, 4 Punkte und kann die irgendwo reinsetzen. Na, super. Super. Intuition. Erhöht Möglichkeit, Waffen länger zu benutzen, bevor sie zerbrechen. Aha. Beim Plündern mehr Munition erhalten. Woher soll ich denn das wissen? Erhöhe Max. Fähigkeit, länger im Wutmodus zu bleiben. Waffen mehr Schaden zu verursachen, Anpassung, weniger Treibstoff, mehr Schrott, mehr Wasser. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, benutze Zeichen und Max. Was Legendenstufe, um eine zu erhöhen? Mhm. Nahrung, mehr Gesundheit, okay. Erhöhung seiner Gesundheit, denke ich mal, können wir einfach einmal machen. So, und was hätte ich noch gerne? Länger im Wutmodus? Nein. Durch Waffen mehr Schaden zu verursachen, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Komm. Einmal das. Ich frage mich, ob man die Punkte auch sparen kann. Im Moment kann ich ja in jeden nur einen reinsetzen. Mehr Schaden, mehr Gesundheit. Mehr Schrott. Was die Legendenstufe ist, weiß ich auch nicht. Okay. Fähigkeit, Waffen länger zu benutzen, bevor sie zerbrechen. Komm, machen wir aus ihm einen Waffenexperten. Das heißt, er kann sie länger benutzen und sie machen mehr Schaden. Was können wir noch machen? Länger im Wutmodus ist vielleicht auch nicht schlecht. Komm. Zack. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Ich bestätige das erstmal. Und Mr. Geheimnisvoll hat sich verdünnisiert. Na super. Verbündete haben 20 Schrott hinzugefügt. Na, das ist doch schon mal gut. Also offenbar hat unser Lager, das war erobert, haben schon mal Schrott abgeliefert. So, Max, jetzt rappel dich doch mal auf. Du bist doch keine Lusche hier. Ach, ich muss mich bewegen. Ja, ich hätte hier noch bis zum St. Nimmerleinsdach gehockt. Alles klar. Kehre zum Magnus Opus zurück. Im Tausch gegen Griffa-Zeichen kann Griffa, ach der heißt Griffa, okay, Max helfen, seine Fähigkeiten zu verbessern. Verdiene dir Zeichen, indem du Herausforderungen absolvierst. Alles klar. Also nicht so ganz, aber so halbwegs. Sprich, wenn ich Lager erobere oder... Spotted. That's trouble. Oh oh. Aber ich habe doch gerade hier die Gegend gesäubert. Na, mal gucken, ob das was gibt. Ich hoffe, die haben mein Auto nicht entdeckt. Mein Magnus Opus. Nee, nicht schon wieder, oder? Rufe Schimmel mit der Leuchtpistole. Wenn du schon getrennt wurdest, kannst du die Leuchtpistole... Er wird kurz darauf mit dem Magnus... Oh, ich habe meinen eigenen Chauffeur, wie cool. Okay, einmal Leuchtpistole. Da kommt er. Sehr cool. Any trouble? Hi, Sir. Sneaking, spying, wanting to steal her away from us. I had to take her somewhere safe. No time to waste then. We've got to build. Yes, we do. Ja, da bin ich auch für. Okay, das Auto weiter ausbauen. Wir haben so viel Schrott gesammelt. We have what we need to install the nitrous boost. The what? Was ist denn? Du kannst jederzeit über das Pausenmenü auf das Werkstatt. Ach, das kann ich hier auch mitten in der Pampa machen. Es ist an der Zeit, dem Magnus Opus einen Booster zu verpassen. Wähle Kategorie Booster und baue den doppelten Nitro-Booster. Ja, von mir aus. Jetzt, da die Bedrohung verringert ist, kann Schum den doppelten Nitro-Booster mit den gesammelten Schrott montieren. Okay, machen wir das mal. Installiert einfaches Booster-System mit 2 wiederaufladbaren Ladungen. Okay. Ja, von mir aus. Wo hat er den jetzt eingebaut? Ah, ich hab's nicht genau gesehen, wo er ihn eingebaut hat. 294 Schrott. Können wir noch was anderes upgraden? Hier, ich gucke mal gerade nach. Ne, das schalten wir alles. Das schalten wir alles per... Nitro done yet? Oh, yes. Nitro installed. Now, let's baptize her and roll the holy sled. I know just the place. Alles klar. Probiere den Nitro Booster aus. Wie mache ich das? Achso, wir sollen erstmal zu dem Ort fahren, wo wir ihn ausprobieren. Okay, alles klar. Und runter. Juhu. Und
um die Ecken. So. Ist bestimmt eine schöne, kurvenreiche Rennstrecke, wo ich den ausprobieren soll. Wetten das? Oh, das bringt so einen Bock hier mit dem Ding hier rumzuheizen. Okay, wie booste ich mit Space? Alles klar, ich nehme nochmal ein bisschen Anlauf, ja? Das kam mir jetzt ein bisschen zu abrupt. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah! Okay, war nicht ganz gerade, aber es hat geklappt. Okay, besiege die Spotter. Wen soll ich besiegen? Wo sehe ich denn, wie viel Boosts ich noch habe? Um den Schaden beim frontalen Rammen zu erhöhen. Alles klar, boosten und rammen. Ja. Ich krieg die Krise. Moment. Komm mal mit, mein Guter. Ich halt mal an. Und jetzt. Oh, Moment, Moment, Moment. Und den Fahrer weg. Ah, wie genial. Ich liebe es, Freunde. Ich liebe es. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe. Wo habe ich den jetzt hingeschmissen? Die Max-Verbesserungsmenü wurde freigeschaltet und lässt sich über das Pausenmenü aufrufen. Du kannst Max-Ausrüstung verbessern, sein Aussehen anpassen oder neue Werkzeugfähigkeiten. Oh, das wird ja richtig genial hier. Heide Witzka. Neue Verbesserungen werden freigeschaltet, wenn sich der Legendenrang von Max verbessert. Okay.